Natur, Kultur, Ochsen. Haut mal der Film über Will Bayern. Sind hier bei dem Bayernhaus für Will Bayern extra. Da kann man soweit schön beobachten, was alles so machen. Auch mal noch ein Viehhochteil, was immer denn in Bayern auch so noch gesucht geht, vor allen Dingen auch den Wildbayern. Die gingen so Stärchen oder gingen auch in die erste Runde, wenn man sie am Gort hätte, aber das stimmt alles nicht. Die Wildbayern, das sind absolut nur die an die Pulle sichern, die gehen nicht und ersten Thron oder sie Sachen, die man dann daher stohlen hat. Und ganz wichtig ist auch, sie Stärchen nicht. Man fällt mal ganz dicht dort drin. Die sind nicht aggressiv, die Hunde zwar Stachel und die. Die Namen überhaupt nicht. Die gehen gar nicht ohne an. Das interessiert die gar nicht, wenn man ganz dicht was denn man sieht oder mit der Hand und die kennt. Noch ein paar Sachen zu dem. Da seht ihr mal Insektenhotels da nicht. Da ist dann auch zerkaute Sachen da teil. Aber auch da, wenn man was kauft, soll man ob ein paar Sachen Ort gehen. Oder zu ich mal noch, wenn läuft alles. Also im Insektenhotel halt dran. Oder so ein Bayernhotel. Das ist nicht nur die Wildbayern, Wildbayern. Da geht es in ganz viel Satten an Deutschland. Die wenigsten aber, die leben hier an einem überirdisch, also an Hotels oder an hohle Stämmen, an Holz, an Holzstapeln, an Mauern. Die meisten von den ganzen Orten, die leben all an am Boden. Die brauchen also Bodenkontakt, meist Sand, Gär, geht aber auch mit Ton und anderem Boden. Muss man halt ein bisschen mischen. Vor allen Dingen muss das. Wenn du im Bottom gemacht geht Sandarium nennen wir die auch. Die müssen ja bis sie hier allein am der Platz, wo man sie mit dazu nicht bei Filrehen halt in der Wasser stehen. Aber was ist noch halt dran? Jetzt dann gehe halt Florfliegen dran. Florfliegen sind ja ganz wichtig. Die fressen ausschließlich Blattlaus. Wenn man in Gort kennt man die, die Plo mit der Blattlaisen. Deswegen ist das ganz wichtig, sag ich auch. Nicht mehr wie eine Wildbayern, auch hier für die Florfliegen. Das ist dann ganz gut Sache zu machen. Da kann immer noch Heidi heiß ja verkaut für verschiedene oder ganz in, als Insektenhotel, um ganz viel verschiedene Orten von Insekten unzulocken. So kann man dann halt auch ein paar Fehler machen. Wie zum Beispiel Hai auch. An dem Hai waren ein paar Holzgläser drin oder oft seine Tannenzapfen, Kiefernzapfen dran. Das geht dann immer gesucht. Die gingen dann die Insekten ulokeln, aber da gibt es überhaupt keinen Beweis für. Das ist Zufall, wenn die dann da hinkommen. Zu den Bauweisen halt von dem Hai ist ja so nicht gleich noch was. Und dann ganz speziell geht Gerwart gemalt. Stree oft an den Haisjahren dran. Hier den Uhrschläfer, aber den Uhrschläfer, das ist ein Tier, ein ganz wichtig Tier eigentlich am naturnahe Gurt, aber man sollte für die separat irgendwo ein bisschen Entfernung von den Wildbayern was bauen und nicht halt direkt dabei, weil die bedienen sich nämlich ganz gern den Pollen, denn die Beine sichern und dann hätten wir so kein so großen Erfolg, also sich gleichzeitig auch Feind matt an das auszuholen, das ist nicht ganz so gut.
Weil die Wildbeien, die bauen ihr natürlich Bruthöhlen ausschließlich in der Natur. Das ist ein Unterschied zwischen der Honigbei. Die Honigbei brauchen wir eigentlich weniger Sorgen zu machen. Das war der große Tenor. Da guckt der Mensch da nur, der mit alles für die, pflegt die, versorgt die. Aber die Wildbeine, das größte Problem für die Wildbeine ist einfach der Platz. Wo können sie ihr Brut, wo können sie die einfach die A-O blähen. Die Natur ist ausgeräumt, so geht Wild zerstört, Nistplatz ganz zerstört, natürlich Nistplatz. Deswegen sind ganz, ganz viele Arten an Deutschland vom Aussterben bedroht. Und das heißt auch, wenn die Wildbei in einem Ort ausstirbt, dann stirbt auch gleichzeitig irgendein Pflanz aus, die ungewiss ist und die Bestäubung von den Wildbeinen. Weil die sind spezialisiert auf verschiedene Pflanzenarten, dass die dann auch, wenn die da wegfallen, dann sterben auch in den Bereichen auch die Pflanzen so langsam aus. Ich will noch gleich was sagen zum Bau von denen oder wie man verschiedene Arten, wie das aussehen kann von diesen Wildbeinhäusern. Heiß und Haus, so klein Schauhaus, auch von außen. Da Lächer dran, das hätten wir noch zugemauert. Aber da kann man mal gucken. Das ist aber rein nur zum Gucken. Also für alles so zu bauen, das ist nicht günstig. Also hätten wir, weil, wenn man mal genau hinguckt, man da erkennen kann, die Rier sind so 10 cm lang und die bauen ganz, ganz viel Kammern, do, hananana, versiegeln die all und lehnen dann a jed Kammer A ran und die Pollen dabei gemalt, wenn die dann schlüpfen, dass die dann auch direkt Föder holen. Ja, das ist ein Glasriascher oder Kunststoffriascher. Das ist für, wenn man das alles damit machen ging, nicht so gut. Das ist einfach nur zum Gucken, die muss man auch sauber machen, weil für die natürliche Brut brauchen die natürlich auch ein bisschen Luft und Feuchtigkeit und das geht dann auch nur am Holz oder am Mauerwerk oder am Boden. Heißt rein zum Gucken, da man mal versteht, wie ist das überhaupt aus dem Ruhr abgebaut. Man kann auch hei an natürlich Holz, einfach wenn man Holz hat, da sieht man das auch, dann auch überall. Nee, ich, am besten ist es Hartholz, man muss es aber richtig, richtig stricken und da kann man auch da noch einen Fehler machen, wenn man, da sieht man, die sind auch schon einige dieser belohrt, das sind so ein Bauen, Herr Uwe, sieht man, die schon zugemauert sind. Man soll nicht an Stierholz buhren, sondern an die Längsfaser von der Sät, also an Holz, an Vollholz ran, da reißt das nicht so viel, aber hier richtig Krähenholz, frisch geschnitten Holz sollte man eigentlich nicht machen. Es sollte irgendwo mal ein Jahr, zwei gedrückend sein. Das, wat, wenn nicht gerass ist, was schon gerass ist, das kennt du Luft und andere Parasiten, Pilze und die Brut runter und da stirbt die ob. Aber wenn man dann auch so ein Holz hängt, das auch ein paar Jahre gedrückend, du sagst Risse dran, an diese Kammern, wo gerass ist, du fängen die ich gar nicht uns zu bauen dran. Die gehen alle nur an Kammern, die gucken sich die vier an, ob die auch richtig dicht sind. Auch das funktioniert, aber wie gesagt, immer an die, nicht an den Korb vom Holz bohren, sondern immer seitlich an das Vollholz ran. Auch so was halt, ein bisschen dekorativ, kann man sich ein paar Ideen abbringen an die Sache. Oh, hi, mein Siedburt, auch an Vollholz, das ist der Rich, aber trotz alledem seht man hier auch, da drehst du auch, deswegen auch da viel Tricken und da gehen die auch nur daran, wenn es dann abgestaltet ist, wo es dann nicht gerass ist. Wichtig ist auch, dass die Lächer sauber sind, dass du keinen Fransen drin hinken,
an diesen Burdeschern, derselben Onchi-Platz, die auch schon benutzt ist. Wenn du so Splittertrassen, wenn die nicht weggemalt sind, kennen die sich die Wildbeien, die ihr Fliehe anreißen und dann holen sie Schorden und dann können sie dort drin auch obsterben. Deswegen immer versuchen, ein bisschen sauber zu schaffen, das gute Guide. Und da kann man auch mal auch so was machen. Aber wenn man so ein Wildbeien-Hotel aufstellt, wichtig ist auch, da doch Futter in der Nähe ist, im Umfeld, wie halt zum Beispiel so ein Löwemeilscher, falscher Hai. Auch schon Heidi, vergiss mal nicht, so was alles hätten wir am Gurt. Ja, geht der Rasen noch schon viel zu früh gemäht. An jedem Rasen, wenn man dann ein bisschen Moor hat, kommen auch schon Blumen ab. Das reicht für die. Hier ist noch ein Platz. Ganz viel unscheinbar Blüten. Wenn man hier von oben guckt, ist da doch schon massiv viel. Und das reicht dann Wildbeien, um bei den Blüten halt die Pollen zu sichern. Auch da immer gucken, ganz wichtig, dass auch irgendwo Nahrungsquelle sind, Pflanze pflanzt, die Frühblüher, die man dann hat, die dann auch Stäube kennen und ihre Pollen sammeln kennen. Die Fositie, die ist natürlich wie gemalt für Wildbeien. Die blüht ganz früh, auch schon wenn es nach kalt ist. Das ist immer einer der ersten im Dos. Und dann haben die auch viel Nahrung. Auch kann man platzen, direkt hier neben drin, hängt auch ein Hotel. Auch da ist Betrieb. Selber kann man da ein bisschen verteilen. Wichtig ist auch, dass nicht zu viel auf einen Platz gehen, lieber verteilt am ganzen Grundstück. Und dann hätten wir auch mit im Prinzip ist da durch Massentierhaltung, wenn man Krankheit dran ist, geht es nicht so flott verbrat. Wenn er ein bisschen verteilt ist, wird ganz Grundstück. Hier haben wir noch ein Beispiel, Optimalbedingungen. Also nur rein für Wildbeien, so ist nicht. So kann das aussehen. Das kann auch bunt sein. Bei Rot sieht man sogar, die Florfliege geht das versuche. Die ging das eher unziehen. Deswegen für andere Orte, Marienkäfer oder ein Urschläfer, die wahnsinnig wichtig sind am Gurt, soll man extra Nisthilfe machen, weil geht auch dieser noch vom Aussterben bedroht, gerade Marienkäfer, geht in Deutschland 70 Stück. Der bekanntesten ist natürlich der Sivepunkt Marienkäfer, und für die sollte man dann extra was machen. Nicht direkt am Insektenhotel, wie man dazu kennt, sondern ein extra Bereich, wo man die dann mit Blättern, Wohl oder sonstigen Materialien, wo sie sich dann überwandern können. Ein Marienkäfer überwandert nie allein, denn immer in Massen, wenn dann irgendwo überwandert. Noch ein paar Daten, wie man halt so ein Bohrungen halt mit. Die sollen höchstens von der Durchmesser von 2 mm bis 8, 9 mm sein. Entscheidend ist, nicht, da geht es ja verschiedene Orten, die man aussprechen will, von Wildbienen, da geht es ja auch ein Herd. Und entscheidend ist nicht nur den Durchmesser vom Loch, sondern die Tiefe von dem Loch. Die soll mindestens das Zehnfache von dem haben, wie den Durchmesser ist. Also zum Verständnis, wenn ich gerne 6 mm Loch bohren, da soll es dann noch 6 cm mindestens lang sein, eher noch ein bisschen mehr, weil die Lehen, wie man eben an dem Schauglas gesehen hat, mehrere Kammern aneinander und dann funktioniert da doch gut. Was gern passiert ist, wo
der Spechtkind. Viele empfehlen durch den Nabu Spechtschutz zu machen, also nochmal ein roter Vier. Ich persönlich sehe das ein bisschen anders, dass in der Natur erfressen und gefressen werden. In natürlichen Nistplatzen, da ist auch, kein roter Vier, da kennt auch der Specht hin. Deswegen hätte die Natur auch die Gabe bei den Bayern Matgan, dass die halt mehrere Kammern aneinander lehnen, wo wenn die dann 8, 9 cm die Fläche haben und da haben die Kammern angefangen und zu bauen, da an die letzten kennt auch den Specht nicht run. Auch der Specht hat eine Berechtigung, der muss auch was zu fressen fanden. Und dann ist es halt auch manchmal so, dass sie in so in Insektenhotels kommen, wie halt bei mir. Kennt jedes Jahr Ohrespecht und hat die ab. Auch das heißt dann ganz wichtig, Sache für die Wildbeien, die Friebestäuber, weil die kleinen Wildhyazinthen, die waren überall. Und dann hätten wir auch die Hallen nicht viel Platz, ist ja pflegeleicht und warst du fast überall. Vielleicht noch zwei, drei Saats. Fehler, die gemacht werden kann. Einige haben schon angesprochen mit dem Stree oder dass man da die Ohrschläfer und anderen Platz mit und die Tiefe von den Bohrlöchern, die Sauberkeit von den Bohrlöchern, dass die sauber sind. Dann der falsche Standort ist noch wichtig. Wichtig ist südöstlich ausgerichtet, das heißt, dem Wand obgewandte Säte, also nicht die Wettersäte, dass die Träge stehen, wenn nicht galt. Hier habe ich auch ein Dach drüber, kann man schön bauen, auch mit Naturmaterialien, wenn man was hat, dann passt das schon ganz gut. Dann ist auch schon logisch warten, da überhaupt keine Nahrung am Umfeld ist, da sollte irgendwas sein. Man kann so einen Balkon halen, auch schöne Blütebalkon ist Nahrungsquelle an der Stadt. Geiter funktioniert das oft noch sogar besser wie im Land. Land, die Monokultur auf den Feldern mittlerweile. Hier ist eigentlich kein Platz mehr für Wildbeien. Deswegen an den Hausgärten, wenn man nur ein bisschen einen Ort hier hat, ein Oder, da kriegt man dadurch hin, dass man da für ganz Jahr was am Blühen hat, was klar ist, das hilft dann weiter. Schönen Obstbaum Oragestalt, der blüht ein Apfelbaum, ein Quetsch. Der Pfirsichbaum Mirabell, die blühen innerschädlich, da ist ein ganz langes Feld, Nahrungsquelle für die Wildbeien. Was man noch nicht machen soll, Schlerkenhäuser an die Insektenhotels mit abbauen. Da bauen sie zwar auch ran, aber die hier auf der Bottom, halt mit Bottomkontakt und da bauen dann erstmal ein anderes Wildbeien ran. Das Allerwichtigste ist aber, wenn man sich für der Weh entscheiden deit, dass man an seinem Gurt überhaupt kein Spritzmittel mehr ausbringt, auch mit dem Dünger, sehr, sehr haushalte Naturdünger nur verwendet und nicht will mit Insektiziden oder Pestiziden am Gurt spritzen deit. Damit spritzt man nicht nehmen das, was man gerne nicht sie will kaputt, sondern auch die heimischen geschützten oder vom Aussterben bedrohten Orten, wie zum Beispiel hei speziell geidet, weil die Wildbeien, die bei Herrn den Insektenhilfen leben, hei in den Häusern. Zu den Baddenbienen werde ich mal eine extra nochmal Film machen, weil das ist eine Besonderheit, auch wie man sowas baut, weil 2/3 hatte ich schon gesagt, aller Wildbeien leben am Bottom. Die brauchen hei so einen Hilfen nicht. Was man aber auch noch machen kann, natürlich, der Gurt nicht so früh abraumen im Herbst, über die Wand da, verschiedene Sachen. Alles, was einen hohlen Stängel hat, wenn man oben schneidet, am Gurt einfach auf einen extra Haufen lehnen, auch da ran, bauen die dann hier Eigelege. Zum Beispiel Sandert, was man immer so im Gurt hat, die Hohl- oder Halsstängelhunden. Das ist einmal die Brombeere, wenn schneidet man dann an halb Meter Steger, lädt die übereinander. Die Malven, die Königskirzen und verschiedene anderen noch. Auch die Sonneblumen,
die man halt gern hat, auch an Sticker geschnitten auf den Haufen legen und nicht einfach weg auf den Kompost schmeißen oder verbrennen oder irgendwo auf den Sammelstell bringen, sondern am Gurt belassen und dann schön sauber irgendwo drapieren. Auch da das ist eine natürliche Nisthilfe, die die Wildbeie brauchen. Vergessen sollen wir auch nicht die Hummeln, die Erdhummeln, die meistens an die, auch am Dodenholz oder am Boden. Auch dazu mal später noch was. Auch diese dann auch vom Aussterbe bedroht, weil wir halt us Natur ausraumen. So. Mit dem Bild heiner und Tour von den wilde Beien, die war ja schon am Kampf und an den Leschern, beende ich das Video Wildbeien von Natur, Kultur, Opfern.